Es wird gesnackt, denn Vernascht die Weltbox ist angekommen und guck mal rein. Wo geht die Reise hin? Nach Schweden. Okay. Okay, okay, Schweden. Ja, bin gespannt, ne? Diesen Monat geht's nach Schweden. Mit Sommer, lange helle Sommertage und viel Natur hält Schweden für euch bereit. Von süßen bis salzigen original schwedischen Naschereien ist immer alles dabei. Genieße den Kurztrip. So, immer eine Postkarte, die ich nicht brauche, aber naja. Was habe ich hier? Ich habe hier Polly. Irgendwas Schokoladiges nehme ich an. Und zwar die Cloetta Polly Bila, die kultige Allcremes Bilar mit Vollmilchschokolade überzogen. Bereits seit 1953 gibt es die fruchtig-süßen Scheinzuckernascherei von Allcremes Bilar in Pastellrosa, Mintgrün und Weißgelb. Das werden verschiedene darin sein. Nehme ich jetzt mal an. Wir versuchen mal eines. Frag mich, ob die so sind wie ungefähr. Wir haben ja so Schokomäuse in der Schweiz. Oh je, die sind aber ultra klein. Habe ich mir jetzt gerade größer vorgestellt. Ne? Ah nein. Das ist beinahe wie ein kleiner Mischung zwischen Marshmallows und ein hartes Sugus. Darin. Ich kann dir nicht sagen, nach was es schmeckt. Hast du lange was zu kauen, Leute? Ich werde mal ein wenig sortieren. Und testen. Ich habe nämlich zwei verschiedene Chipsorten. Ich möchte nicht beide aufreißen. Die werde ich euch zeigen. Die Old Cheese Duddles Original, zarter Crunch gepaart mit würzigem Käsegeschmack. Schwedens absoluter Lieblingssnack aus geröstetem Mais. Kann ich mir vorstellen, wie sie schmecken? Ich denke, ich werde sie gerne haben. Die lasse ich jetzt mal zu. Aber die können wir testen. Linsen Chips, Sour Cream Onion. Knusprig, fein geschnittene Kartoffelchips mit dem Geschmack von Sauerrahm und Zwiebeln. Schwedens beliebteste Chips aus Göteborg. Das klingt einfach schon gut. Sour Cream, oder? Und auch dann duftet gut. Duftet sehr gut. Das sind ja so Wellenchips, ne? Herrlich. Köstlich, echt köstlich. Die werde ich essen. Dann, die hatte ich schon mal. Anscheinend mögen die sie auch. Von Malaco Snöre Caramel Cola. Schlangen. Mit dieser leckeren Meterware läuft das Naschen wie am Schnürchen. Ein Meter langer Kauspaß mit dem beliebten Cola-Geschmack. Ich habe aber Karamell-Cola. Lass ich mal noch zu. Nee, nicht. Oder? Doch. Die Watermelons, ich habe das Gefühl, die kenne ich auch. Bin mir aber nicht mehr sicher. Auch von Malaco. Perfekt für süße und saure Naschkassen. Naschkatzen, die rosa Bonbons schmecken süß-sauer nach Wassermelone. Komm, versuchen wir mal. Jetzt hat es hier eine Einkerbung zum Aufmachen und dann geht's nicht. Ne? Rieche nicht, aber die Marke kennt man schon. Yeah. Oh, das sind weiche. Ganz dezent etwas Süß-Saures. Hm?
sehr chemisch nach Wassermelone. Aber cool. Und hier habe ich irgendwelche Haifische, Mäuse, keine Ahnung, von Pilar. Oh, jetzt kann ich nicht mehr lesen, ne? Und zwar für alle, die das saure im Leben lieben, hat Algrim Pilar ein wirklich saures Auto geschaffen. Auto soll das sein. Wirklich sauer? Oder meinen Sie das nur? Es riecht zwar schon sauer. Ich nehme mal ein kleines Auto. Ja. Es ist sauer, aber da das Auto so klein ist, kannst du es essen. Nachher ist es lecker süß. Die gefallen mir auch. Dann machen wir weiter mit Schokolade, würde ich sagen. Da habe ich zwei verschiedene. Und die eine, die werde ich zulassen und entweder weitergeben, Schatzi fragen, ob er es mag. Es ist irgendwas mit Orange. Schoko und Orange mag ich nicht. Plopp, Cloetta, Plopp, Apfelsein. Passt hervorragend zum Kaffee oder als Snack vor dem Fernsehen. Plopp, Apfelsinn, vereint zarte Schokolade mit frischer Orange. Ja, mag ich persönlich nicht. Dann habe ich nur noch ein Keksschokolade. Cloetta Keks Chocolate. Schon vor 100 Jahren gab es die Cloetta 5 O'Clock, bla bla bla, bevor man sich später entschied, diese leckere Mischschokolade überzogene Waffel umzunennen. Okay, die hatte dann in diesem Fall schon mal einen anderen Namen, ne? Okay, das ist wirklich wie eine Tafel Schokolade, ne? Kann ich denn jetzt hier etwas abbrechen? Ja, kann ich. So. So. Es ist nicht schlecht. Ich kann es essen, aber verzeiht mir, es ist nicht die beste Schokolade, ne? Okay. Sehr retro, sehr fancy. Das ist ein Mixgetränk. Trocerta Original wurde in den frühen 50er Jahren in Schweden auf den Markt gebracht. Das Erfrischungsgetränk besticht durch seinen einzigartigen Geschmack aus einer Mischung von Orange und Apfel. Ja, so nach Schoko und allem drum und dran, wieso nicht? Es ist sprudelig, man kann es aber gut trinken, nicht zu viel Kohlensäure. Im ersten Moment hat es was Saures, aber wie Sie sagen, Orange und Apfel und nicht süß. Schön, mag ich, mag ich. Ja, was kann ich wieder sagen? Wie gesagt, habe ich quasi drei Produkte, die ich mit versucht habe. Die Plops. Frage ich Schatzi, ob er das mag, sonst verschenke ich sie. Die Cheese Noodles, die mag ich, die kenne ich glaube ich schon. Wie auch das Caramel Cola, das kenne ich, das werde ich einfach versorgen. Den Schokokeks kann man essen, habe ich schon Besseres gehabt. Die Poly Chocolate Marshmallows, schieß mich tot. Okay, okay. Die sind cool, weil sie so klein und sauer sind, die mag ich. Und die sind auch okay, aber sehr chemisch nach Wassermelone. Zwei Favoriten habe ich, ganz klar die Chips, wie immer. Und das Getränk. Und das werde ich mir jetzt in Ruhe fertig gönnen, naschen, weiß nicht was. Ja, sind wir gespannt, wo die Reise nächstes Mal wieder hingeht. Das war jetzt Schweden. So.
Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, alles Liebe und sage ganz einfach Tschüss.